Volker Rossing, du bist mit Sarah nach England, nach Watford gefahren zu dem Bilderberg-Treffen. Wie war das denn am Flughafen London Heathrow? Seid ihr da schon gleich massiv kontrolliert worden? Fingerabdrücke, DNA-Test, war da irgendwas? DNA-Test ist nicht üblich, Fingerabdrücke machen sie manchmal. Es ist eigentlich recht entspannt gewesen. Wesentlich aufregender war es, den richtigen Bus zu finden. Denn die haben da fünf verschiedene Terminals und der passende Bus fuhr halt nur bei einem der Terminals. Okay, war es schwierig, zu dem Treffpunkt, zu diesem Pressecamp zu gelangen? Eigentlich nicht, war nur ein langer Fußmarsch. Man musste immer die Hampstead Road musste man entlang gehen und das war halt ein ziemlich weit, aber es war, kam da gut hin. Die Polizei war freundlich. Man hatte keine Chance jetzt zu Bilderberg selber hinzukommen. Da hätte man richtig Ärger gekriegt. Aber es waren genug interessante Leute bei dem Bilderberg Fringe Festival. Also die Leute, die sich informieren wollen, die Leute, die protestieren. Und da waren noch einige interessante Redner bei dem Fringe Festival. Musiker waren da. Gab es denn sonst irgendwie die Möglichkeit, an Informationen zu gelangen? Ja, wir haben mit mehreren Leuten haben wir Visitenkarten ausgetauscht. Interviewt haben wir von den Leuten, die dort gesprochen haben, Dan Dix von Press for Truth, der kommt aus Kanada. War schon bei mehreren Bilderberg-Treffen, bei den Leuten, die Transparenz fordern. Martin Summers ist selber auch Blogger und ist Mitglied der Labour Party und beschäftigt sich auch mit dem 11. September. Und wir haben gesprochen mit Matthew Faithfull, einem Kreisvorsitzenden von UKIP. Die Interviews werden wir im Laufe des Tages noch posten. Wie sind denn die Leute auf dieser Schafsweide versorgt? Gibt es ordentliche sanitäre Einrichtungen? Ist frisches Wasser verfügbar? Haben die Leute irgendwie einen Fressstand, wo sie sich was zu essen kaufen können? Ja, es ist ähnlich wie in Deutschland. Wenn man da einen Stand aufmachen will, braucht man Genehmigungen etc. Das war wohl ein bisschen problematisch. Deswegen haben sie nicht so viel Lebensmittel anbieten können wie geplant. Es sah so aus, dass sie scheinbar teilweise selbst mitgebrachte Sachen hatten. Und zwar vor allem, soweit ich es verstanden habe, nicht, sie durften es nicht kostenpflichtig anbieten. Das heißt, sie konnten den Leuten nur das Essen schenken und gucken, ob sie eine Spende kriegen. Und aber eben nicht verkaufen, dafür hätte man wahrscheinlich ein Gewerbe anmelden müssen. Ich nehme an, dass das der Grund war. Und weniger so gaststättenrechtliche Dinge. Aber ich habe da nicht genauer nachgefragt. Ja, die zwei ja, man hat viel Sonne mitbekommen. Das Schatten gab es wenig und bei den Damenklo musste man lange anstehen. Aber man hat zumindest für alle wichtigen Dinge gesorgt. Es waren einige bekannte Redner da. Wir haben mit denen, den prominentesten, leider kein Interview gekriegt, weil wir sie einfach nicht vor ihrer Rede abgefasst haben. Das war schade. Also der Alex Jones war da, David Icke war da. David Icke hat in seiner Rede davon berichtet, dass man erwäge, bei Bilderberg den Leuten anzureden, die sollten sich Daten tätowieren lassen. Ich nehme mal an, dass das ähnlich sein soll wie bei einem Ausweis, nur halt viel bequemer, dass man dann einfach nur die Stelle, was weiß ich, auf einer Hand oder sonst wo, dann irgendwo dann Scanner halten muss und man wird direkt erkannt. Ist natürlich dann auch mit erheblichen Gefahren wie beim Überwachungsstaat verbunden. Und dass das auch benutzt wird, um die Leute zu lokalisieren, selbst wenn es überhaupt keinen vernünftigen Grund gibt. Es gibt angeblich auch Überlegungen, den Leuten einen Chip zu verpassen. Wofür auch immer, wofür das auch immer gut sein soll. Das war sonst eher in US-Talkshows und Alex Jones hat davon berichtet. David Icke sagte, dass der Konzern Google da vielleicht, was diese Tätowierung mit Daten angeht, vielleicht gerne dran verdienen möchte. Nur, das ist leider manchmal so bei so prominenten Leuten, die geben nicht unbedingt an, wo genau ihre Quelle ist dafür, dass sie vermuten, dass es Bilderberg und darum ginge. Offizielle Veröffentlichung von Bilderberg, die dazu passen würde, ist, ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, ich weiß es nicht genau wörtlich, aber man findet es auf bilderbergmeetings.org und dann die latest meeting, dann
2013. Da stand, how big data is changing nearly everything. Wie big data, was heißt das? Große Datensammlung, keine Ahnung. Wenn man das jetzt genau zu übersetzen hat, fast alles ändert. Das würde darauf passen. Es reicht mir irgendwie nicht. Man muss weitere Quellen haben, um so eine Vermutung stützen zu können. David Icke hat die Leute bewegt. Er hat ihnen gesagt, dass wir insgesamt ein Bewusstsein sind. Und man sollte sich nicht immer darauf konzentrieren, dass man selber ein kleiner Mensch sei, sondern dass wir alle zusammen ein Bewusstsein sind. Und dann sind wir viel intuitiver, kriegen viel mehr mit, was um uns herum vorgeht. Und wir sollten uns überhaupt nicht mehr in die Vorstellung reingehen, dass wir jeder für sich sind. Und er hat auch gesagt, dass man aus deren Logik austreten soll, einfach nicht mehr mitspielen soll. Also das mit den Tätowierungen halte ich ehrlich gesagt für Unsinn. Aber das ist heute nicht mehr machbar. Das ist eine Technik aus dem vergangenen Jahrtausend. Aber diese RFID-Chips, die könnten durchaus interessant werden in Verbindung mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr. Denn irgendwie muss man ja dann diese Kreditpunkte transferieren. Und da könnte dann so ein Chip, der eben zugleich alle persönlichen Daten enthält, dann irgendwann noch von Interesse sein. Gut, die umliegende Bevölkerung, habt ihr mit denen irgendwie mal Kontakt gehabt? Habt ihr vielleicht sogar das Glück gehabt, irgend so ein Zimmermädchen auf dem Heimweg abzupassen und mal anzusprechen? Da haben wir uns leider nicht drauf konzentriert. Wir haben geschaut, ob wir Leute von den Rednern interviewen können oder sonst Prominente. Interessant war, es war auch ein Redner, der ursprünglich nicht geplant war. Michael Nietzsche war da, ziemlich kritisch eingestellter Politiker von der Labour Party. Leider ist es uns nicht gelungen, dort weitere Interviews zu kriegen. Tony Gosling war da, ein ehemaliger BBC-Journalist. Wen ich leider nicht gesehen habe, ist Charlie Skelton, das ist einer von Guardian, der sich mit Bilderberg beschäftigt. Ja, aber es gab ja auch andere Teilnehmer aus anderen Ländern, also Journalisten, ich suche sie mir gerade mal kurz raus, da haben wir einmal den Kostis Farafutis, das ist der Chefredakteur der griechischen Tageszeitung Katimerini, dann haben wir noch Nicolas Betou, der Chefredakteur von Les Echos, das ist die erste französische Tageszeitung nur für Finanzen, und dann noch die italienische Politikerin, Journalistin und auch Star-Moderatorin Lilli Gruber. Und dann haben wir noch den Oskar Bronner vor Ort, das ist der Verleger und Herausgeber des österreichischen Standard, das ist dort die Tageszeitung. Ja, diese Leute sind alle auf der Bilderberg-Konferenz, die ich gerade erwähnt habe, waren beim Bilderberg-Fünsch-Festival, bei den Kritikern gegenüber Bilderberg. Auch der von Guardian war da eigentlich erwartet worden. Aus Frankreich sind oft auch Medien da gewesen, auch immer wieder unterschiedliche. Mir ist bezüglich Frankreich etwas aufgefallen, was bei der letzten Konferenz bei Bilderberg gewesen ist. Da war Le Monde da. Ich weiß nicht mehr, ob der Chefredakteur oder Geschäftsführer von Le Monde, ich glaube der Geschäftsführer. Und es war auch jemand da vom syrischen Nationalrat, ein Basma Kotmani. Und 2008 war der gleiche Basma Kotmani da, damals für eine französische Organisation für Wandel in arabischen Staaten. Und jetzt hat Le Monde zurzeit eine starke Rolle und deckt Dinge von Syrien auf. Dazu kommen werden wir später noch etwas genauer sagen. Was ich damit meine ist, es stellt sich für mich die Frage, ob Le Monde bezüglich Syrien im Hinblick auf dieses Treffen mit diesem Herrn Basma Kotmani 2012 bei Bilderberg befangen ist. Einseitig auf Seiten der syrischen Opposition. Vor allem, wenn dieser gleiche Basma Kotmani 2008 noch bei Bilderberg war, für eine französische Organisation, die sich für Wandel in arabischen Staaten einsetzt. Was schließt du denn dann daraus, aus dieser Konstellation?
Aus dieser Konstellation, es gibt zurzeit aktuelle Nachrichten, wo französische Außenminister Fabius laut einem Taz-Artikel vom 6. Juni, ich suche dir mal kurz raus, einen kleinen Moment bitte, sich darauf beruft, auf Informationen von Le Monde. Der Artikel in der Taz heißt, Moment, ist vom 6. Juni 2013. Reporter finden Belege für Giftgaseinsatz. Und die meinen, dass eben, dass sie Sarin gefunden haben und dass das von einem Hubschrauber gekommen sei von der Regierung. Und gut. Man wäre geneigt, das zu glauben. Nur der Punkt ist, wenn führende Person von Le Monde möglicherweise befangen ist, weil die führende Journalist von Le Monde 2012 bei Bilderberg gewesen ist und dort das eine wichtigste Person der syrischen Opposition trifft, die gleiche Person 2008 noch eine ganz andere Rolle hatte bei einer französischen Organisation war für Wandel in arabischen Staaten. Da stellt sich die Frage, sollte die französische Außenpolitik sich nicht allein darauf stützen, ob ein Medium, was möglicherweise im Hinblick auf Syrien befangen ist, sondern unbedingt weitere Informationen von möglichst, um es freundlich zu sagen, deutlicher unbefangenen Medien noch suchen und keine vorschnellen politischen Entscheidungen diesbezüglich treffen. Wie werdet ihr denn jetzt im weiteren Verlauf vorgehen? Bezüglich jetzt Bilderberg, ja, ich denke mal, wir werden noch versuchen, mit David Icke ein Interview zu bekommen. Wir hatten uns das erhofft nach seiner Rede, nur danach musste er nach Hause. Natürlich hat er keine Zeit mehr dafür und vorher haben wir ihn auf dem Platz nicht gefunden. Das war leider etwas ungeschickt von uns. Das wäre wirklich ein spannendes Interview geworden. Alex Jones hat mehr Stimmung gemacht. Alex Rede ließ mehr Inhalte erkennen. Insgesamt kann man sagen, dass doch da ein gewisser Eventcharakter vorherrscht auf dieser Wiese, oder? Ja, durchaus. Es war ein sehr buntes Publikum. Im Durchschnitt überwiegend wirken sie eher links als rechtsorientiert, aber sehr unterschiedlich. Da waren Trotzkisten gewesen, da waren Friedensbewegte, mehr Spirituelle. Man hat auch Leute, Bürgerliche wie von UKIP gesehen. Also wirklich ein sehr, sehr buntes Publikum, alle einträchtig miteinander. Es hatte schon Eventcharakter, kann man sagen. Einige Leute, einige Teilnehmer haben sich ja regelrecht verarscht gefühlt, um das mal diesem Duktus wiederzugeben. Könnte es sein, dass die sich deshalb so massiv abgeschottet haben, um künftigen Bilderberg-Gegnern bei künftigen Konferenzen die Lust zu nehmen, dann überhaupt noch hinzukommen, weil man ohnehin nicht an die rankommt? Das war nicht unser Hauptfokus, da hier hinzureisen. Unser Fokus war eher darauf zu schauen, wer ist dort am Bilderberg Kritikern und was mit denen Gedanken auszutauschen zu Bilderberg. Und von daher hatten wir ein paar interessante Gespräche schon, werden auch mit ein paar Leuten in Kontakt bleiben. Ich bin eigentlich zufrieden. Das war halt alles abgesperrt. Man hätte halt Ärger kriegen können, wenn man da bei Bilderberg näher rangegangen wäre. Und das war uns die Sache einfach nicht wert. Ja, natürlich. Aber es müssen dieses Jahr ausgesprochen viele Teilnehmer dort vor Ort sein. Ja, es waren eine ganze Menge Schwergewichte dort. Ich habe es leider jetzt nicht, ich weiß es leider nicht auswendig. Einen kleinen Moment. Also was uns gewundert hat, wer nicht da war, ist Nelly Kroes, die Internetkommissarin. Zumal im Juni eigentlich angesetzt gewesen sein sollte, die Abstimmung über diese Internetzensur- und Verdunklungsverordnung im Namen des Datenschutzes 2012-00-SCOD. Das ist aber erstmal verschoben worden und soll irgendwann bis Ende des Jahres beschlossen werden. Vielleicht war sie auch deswegen nicht da, weil sie war sonst immer die letzten Jahre jeweils anwesend. Das war wirklich eine Überraschung. Überrascht waren wir auch, dass José Manuel Barroso persönlich bei Bilderberg gewesen ist. Die Liste gibt es da auf der Bilderberg-Seite selbst. Gut. Patrick Lindner von der FDP ist ja auch dabei, genauso wie unser bekannter Joe Ackermann. Also es sind so die üblichen Größen aus Politik und Wirtschaft, die sich dort die Klinke in die Hand geben. Interessant ist, ja, Ackermann gehört ja auch zu den Leuten, die das leiten.
ist da, denke ich, eher eine Eigenschaft auch von Bilderberg, nicht wie früher Deutsche Bank Vorstandschef oder dass er jetzt Vorstandschef der Zürich Versicherung ist. Ich denke, das steht zwar da dort in der Eigenschaft, aber ich denke, das, was ihn hauptsächlich dazu und dass er da regelmäßig ist, ist eben, dass er ein deutschem Leistungsgremium selber ist. Es sind viele Banker da gewesen, auch ein ehemaliger Vorsitzender von Bilderberg, Etienne Davignon, der früher auch schon mal bei der EU-Kommission war. Es waren britische Politiker da. Auffällig war, es waren wieder eine ganze Menge Finanzminister da, und zwar schwerpunktmäßig eher von Staaten, die in der EU sind und keinen Euro haben. Ich habe den Eindruck, dass dort gerade ein gewisser Generationenwechsel stattfindet. David Rockefeller beispielsweise war schon seit Jahren nicht mehr da, der ist inzwischen 100, der gehörte also immer zur obersten Führungsebene. Henry Kissinger wird dieses Jahr auch nicht anreisen, glaube ich, weil er schon 98 ist. Könnte es sein, dass da die Dinosaurier langsam sterben und den Weg und den Platz freimachen für eine nachkommende Generation? Zumindest diesmal stehen sie nicht auf der Liste drauf. Das stimmt, David Rockefeller, meine ich, wäre schon mehrere Treffen hintereinander nicht da gewesen. Das ist der zweite jetzt hintereinander. Aber es war sonst recht hochkarätig besetzt. Also einmal wirklich auffallend, Finanzminister aus verschiedenen Ländern, soweit ich mich entsinne, aus Schweden, aus Großbritannien, sehe ich hier, aus Dänemark. So die wirtschaftlich wichtigsten Länder aus Polen, schon soweit mindestens das zweite Mal. Es macht auf mich den Eindruck, dass es was zu tun haben könnte mit der EU-Wirtschaftsregierung. Diese Wirtschaftsregierung, davon sind ja betroffen nur die Länder, die einen Fiskalpakt ratifiziert haben, also Tschechien und Großbritannien nicht. Und ja, wie kriegt die EU noch mehr Kontrolle finanziell und wirtschaftlich über die Länder, die keinen Euro haben? Könnte ein Thema sein. Unter der Tagesordnungsliste steht Politiken der Europäischen Union. Es ist einfach nur auffällig, dass es eben eher Finanzminister sind, schwerpunktmäßig aus Ländern, die keinen Euro haben. Es sind einige Schwergewichte sonst da, Mario Monti, Peter Mandelson, der war doch, soweit ich mich entsinne, auch mal EU-Kommissar gewesen. Christine Lagarde vom IWF ist dort. Also man kann sagen, es geht diesmal wirklich um Europa, denn es sind im Grunde nur Europäer da oder zumindest Angelsachsen, denn die Amerikaner sind ja auch dann so gesehen ausgewanderte Europäer. Aber es ist kein einziger Asiate dort gewesen, kein einziger Afrikaner. Und die Agenda könnte schon sein, dass die Bilderberger mit Sorge die Entwicklung in Europa beobachten, vor allen Dingen die Entwicklung des Euros, aber eben auch, dass im Grunde jetzt schon mal Eskalationsstufen abgesprochen werden für die folgenden Haircuts europäischer Staaten, wo dann eben den Leuten das Sparguthaben einfach enteignet werden wird. Wie gehen die darauf ein? Wie gehen die damit um? Könnte ich mir vorstellen, dass das auf der Agenda steht. Also offiziell sagt Bilderberg, ich versuche es mal wörtlich zu übersetzen, haben die da so bessere mehreren Punkten, können die USA und Europa schneller wachsen und Arbeitsplätze schaffen. Dann Arbeitsplätze, Entitlement, wofür Entitlement steht, Ansprüche, Berechtigung, keine Ahnung, und Schulden. Das dritte ist, how big data is changing almost everything, wie große Datensammlung fast alles ändert, wahrscheinlich die Übersetzung. Das nächste Nationalismus und Populismus, dann US-Außenpolitik, dann Afrikas Herausforderungen, interessant, kein Afrikaner ist eingeladen, dann Cyberwarfare, also wofür das jetzt genau steht, ob das und Proliferation asymmetrischer Bedrohung, was hat das miteinander zu tun? Sind die Internetmedien, empfinden die Internetmedien als bedrohlich und wollen das Internet zensieren? Oder worum geht es dort? Alex Jones ist gerade im britischen Fernsehen. Okay. Ich wollte noch kurz sagen, was da noch war. Größere Trends medizinischer Forschung, da sind, glaube ich, zwei Leute für eingeladen gewesen. Dann Bildung, Versprechungen und Auswirkungen, dann Politiken der Europäischen Union, Entwicklung im Mittleren Osten. Da scheint dieses Mal keiner aus dem Mittleren Osten eingeladen zu sein, wenn ich es nicht übersehen habe, außer türkische Politiker, doch.
oder beziehungsweise auch vor allem von türkischen Medienleute und dann noch gegen aktuelle Angelegenheiten, das heißt so wie Tagesordnungspunkt Verschiedenes, falls noch was dazu kommt. Ja, also was Sie da meinen mit Cyber und so weiter, ob Sie das Internet weiter beschränken wollen und jetzt nur wieder eine andere Bezeichnung dafür haben, da heißt es auf jeden Fall für Internetmedien wachsam bleiben, was da kommt. Ja, ich kann dir das schon erklären, was da, oder zumindest eine Erklärung geben, was das zu tun hat mit Cyberkrieg und dem Wachstum asymmetrischer Bedrohungen. Beim Cyberkrieg geht es eben darum, dass der Krieg stets als reiner Verteidigungskrieg verkauft werden muss, denn die Zukunft der Kriege wird voraussichtlich auch im Netz ausgetragen. Und was asymmetrische Bedrohungen betrifft, die gehen prinzipiell immer von der Bevölkerung aus. Und deswegen wird man dort überlegen, wie man diese Aktivisten in die Nähe des Terrorismus rücken kann, damit man sie be legitim bekämpfen kann, so würde ich mal sagen. Gut. Was noch auffällt, ist von wegen Internetzensur. Eigentlich hat ja Nelly Kroes dafür ursprünglich so stark geworben, die sehr regelmäßig bei Bilderberg war. Stattdessen ist jetzt die auch für die Themen zuständige Justizkommissarin Viviane Reding, EU-Kommissarin, dort gewesen. Könnte sein, dass man das Gesicht gewechselt hat und dass man aber jetzt, nachdem es ja auch in die Kritik gekommen ist, die EU-Internet-Zensur, Verdunklungsüberwachungsverordnung im Namen des Datenschutzes, dass man da jetzt erstmal die Lage sondieren will. Ob das Ganze von Bilderberg inspiriert ist, das ist die Frage. 2011 hatten sie auch einen Tagesordnungspunkt zum Internet und Nelly Kroes war da. Interessant ist vielleicht noch, ein Journalist hatte bei der EU-Kommission unter Ask the EU angefragt bezüglich Teilnahme EU-Kommissare an Bilderberg-Konferenzen und die Antwort der EU-Kommission ist, dass sie eben dort privat gewesen sind, nicht im Auftrag der EU-Kommission und dementsprechend haben sie dann auch nicht, anders als bei offizieller Teilnahme als EU-Kommissarin, hat sie dann eben der Kommission dem Vernehmen nach keine entsprechenden Aufzeichnungen und Konferenzunterlagen gegeben, ebenso andere EU-Kommissare wie Karel van Gucht und wie Joaquín Almunia, aber die waren alle drei auf der diesjährigen Konferenz nicht dabei. Interessant ist von wegen der griechischen Zeitung Katerimini, die war vor Jahren schon mal da. Und das Erstaunliche ist, Katerimini hat auch über die Regierung Papandreou auch kritisch berichtet während der Finanzkrise. Ist aber jetzt wieder bei Bilderberg zu Gast. Es wirkt so, dass nicht unbedingt die ganze Berichterstattung davon beeinflusst sein muss, wenn ein Medium bei Bilderberg zu Gast gewesen ist. Was von Bedeutung sein könnte auch, es sind zwei türkische Zeitungen dabei, unter anderem Milliyet. Milliyet ist ja die große, eher sozialdemokratische Zeitung. Und wenn man sich die aktuellen Ereignisse in der Türkei anschaut, könnte es interessant sein, mal hinzuschauen, wie Milliyet in der nächsten Zeit berichten wird, außer über die Türkei und über die Region. Ja, das leuchtet ein. Ja, ich finde, da haben wir schon wirklich eine Menge rausgeholt aus dem Interview. Gibt es noch irgendwas, was du noch unbedingt erwähnen wolltest? Was ich unbedingt jetzt erwähnen wollte, Also, habe ich was also das vergessen? Wichtigste, wichtig scheint zu sein, die Leute, die da gewesen sind und die Tagesordnungspunkte zu vergleichen mit Entwicklungen in naher Zukunft. Und ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, noch genauer als bisher hinzuschauen, welche Medien sind da gewesen und inwieweit wirkt sich das aus oder könnte es sich ausgewirkt haben, was bei Bilderberg für der Tagesordnung stand. Und außer darüber zu spekulieren, könnte man natürlich auch mal, wenn ein aktueller Anlass ist, dass die betreffenden Medien genau zu den Themen eine Menge bringen, könnte man auch mal die Journalisten interviewen, die bei Bilderberg gewesen sind. Ich glaube, das ist etwas, was wesentlich mehr gebraucht wird in naher Zukunft, gerade wenn man sieht, dass es um Themen geht, die ja wirklich den Wohlstand und soziale Situationen und vielleicht auch den Frieden betreffen können, wie hier Politiken der Europäischen Union. Sieht ja sehr aus, dass es um den europäischen Finanzierungsmechanismus bis zum ESM und Wirtschaftsregierung, Fiskalpakt geht, wenn da lauter Finanzminister eingeladen sind. Oder
Entwicklung im Mittleren Osten. Da kann man sich ja vorstellen, dass Sie wahrscheinlich auch über Syrien, über Iran diskutiert haben. Wie werden diese Medien mit dem Mittleren Osten in der nächsten Zeit umgehen? Das dürfte schon einiges an zusätzlichem Erkenntnisgewinn bringen, wenn man dann denn mal der nächsten Zeit auf die Finger schaut, könnte helfen, die Berichterstattung, den Blickwinkel zu verbreitern. Von wo meldet ihr euch eigentlich gerade? Seid ihr gerade in irgendeiner Kneipe, im Hotel? Wo seid ihr untergekommen und wie habt ihr es geschafft, mich jetzt oder uns hier jetzt zu erreichen? Ja, gestern auf dem Platz hatten wir leider keinen WLAN-Zugang und auch in der Kneipe gestern Abend nicht. Und jetzt hier im Hotel haben wir WLAN-Zugang mit unserem eigenen Rechner und da ist eine wesentlich bessere Verbindung. Deswegen hat es leider gestern Abend nicht mehr geklappt. Möchte mich entschuldigen dann bei den Hörern. Ich habe nur gedacht, dass es funktionieren würde. Ja, komm, wir arbeiten hier Freestyle, das ist völlig in Ordnung. Haben wir vielleicht Glück und kriegen euch heute Abend nochmal ans Mikrofon. Das ist ein gewisses Problem, weil wir müssen ja noch zurückkommen nach Deutschland und dann wäre es heute Abend schon ziemlich spät. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen wir es erstmal hierbei. Wir machen natürlich noch einen kleinen Nachbericht. Jetzt bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank. Okay, wir würden jetzt unsere Aufnahmen, wir würden unsere Aufnahmen schicken und für Rückfragen stehen wir, bevor wir, solange wir noch per Handy erreichbar sind, noch unterwegs, noch zur Verfügung. Also die Namen nehme ich an, hast du notiert, wen wir interviewt haben, die drei Leute. Ja, Matthew Faithfull, Martin Mellens und Dan Dirks. Kleinen Moment bitte. Martin Summers ist er. Summers, okay. Summers, ja. Martin Summers, Dan Dix und von Press for Truth Canada. Martin Summers ist Mitglied der Labour Party und ist auch selber Blogger. Und Matthew Faithfull von UKIP, im Kreisvorsitzender. Ja, genau. Gut. Der aus Kanada hat, sie erkennt man daran, der hat einen Bart, der von UKIP, der hat einen Regenschirm und der oder Sonnenschirm und der Herr Summers, der hatte, ich glaube, er hat sie auch schon im Interview aus, eine Glatze und eine Kappe drüber. Und ich Sie. glaube, ein grünes Hemd hat er. Okay. Ja, es war keine Modenschau. Und es waren, die Leute sind bunt und ich bin dort auch ohne Krawatte gewesen. War halt ziemlich heiß dort. Okay, alles klar. Dann noch guten Rückflug und viel Erfolg. Vielleicht fangt er ja noch ein paar interessante Stimmen ein. Okay. Bis dann, tschüss. Gut, bis dann.